Ahoi, liebe Campingfreunde und Fahrzeugfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Fahrradfreunde, ne? Aber zum Kanal Kreuzfahrtcamper. Was für? Fahrradfreunde? Fahrzeugfreunde. Achso. Was labert der für einen Stuss und das schon am frühen Morgen? Es geht auf jeden Fall auch hier um Räder. Um zwei Bikes, um eigentlich richtig tolle Motorräder. Sind wir ja keine Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Aber wir wollen dieses Mal auf der CMT so entsprechend mal angekickt. Genau. Wir wurden aufmerksam gemacht und wollen uns das Fahrzeug mit euch zusammen angucken. Genau. Also, los geht's nach dem Intro. Nach dem Intro? Wow. Da steht er mit einer Länge von 6,40 Meter. Wir haben hier den Carabus 630 MEG, Modelljahr 24, und wir schauen einfach mal rein. Vorne macht sich das Fahrzeug genauso, wie ihr auch andere Fahrzeuge kennt. Wir kommen hier mit einem Fiat-Zugmaschine daher, ist ein Schaltgetriebe, ist natürlich der neue Fiat, das ist klar. Und ansonsten, ja, was haben wir hier? Die gewohnte Dinette, würde ich sagen. Wir haben unterhalb noch ein kleines Fächlein. Linke Seite ist im Prinzip wieder die Servicemöglichkeiten. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Kleinigkeiten mit abgesetzt. Ansonsten habt ihr hier einen großen Tisch, der dann auch nochmal ausklappbar ist. Also ihr habt noch ein Unterbrett, dass ihr den Beifahrer mit anbinden könnt. Dann schauen wir uns mal hier an. Ihr habt hier oben ein großes Fach, ein wirklich sehr großes Fach für Fahrrad, für Jacken. Vielleicht für andere diverse Dinge. Das muss man halt mal gucken. Denn das ist ja hier für zwei Räder gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Helm, den ihr da unterkriegen müsst. Ein großes Fach überhalb der Dinette. Dann haben wir noch Ablagemöglichkeiten auf der linken Seite sowie Ablagemöglichkeiten darunter. So, dann müssen wir auf die andere Seite mal schauen, denn hier haben wir die komplette Bedienzentrale. Dadurch haben wir hier oben auch noch ein kleines Fach, wo ihr vielleicht das Handy reinlegen könnt, denn hier habt ihr gleich die USB-Ladedose. Auch hier gibt es wieder ein kleines Ablagefach. Dann müssen wir uns jetzt hier unten nochmal anschauen. Eine Erweiterung der Arbeitsfläche. Wir haben die Schubladen hier. Dort könnt ihr dann natürlich Töpfe und so weiter ablegen. Das ist etwas ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, finde ich, nicht so optimal gelöst für mich. Denn ich würde mir natürlich da wünschen, dass ich zwar da rankomme, aber irgendwie dann einen Zwischenboden habe, wo ich auch nochmal irgendwas ablegen kann. Und irgendwie ist dieses Fach für mich gerade nicht nutzbar. Dann gibt es hier einen Kompressorkühlschrank. Der ist jetzt nicht wirklich sehr groß, aber er ist ausreichend, würde ich sagen. Dann haben wir auf der rechten Seite noch einen schönen Schrank. Dort habt ihr auch die Möglichkeiten, dieses als Hängeschrank zu nutzen. Da müsst ihr natürlich die Böden rausnehmen. Zur rechten Seite haben wir noch die ganzen Anschlüsse bzw. die ganzen Schalter. Dann einmal haben wir hier den Gaskocher und natürlich auch das Waschbecken. Das ist kombiniert und ihr könnt das im Prinzip schön durchwischen und abwaschen und dann im Prinzip direkt ins Waschbecken entlassen. Unterhalb dieses Schranks haben wir noch eine Ablagemöglichkeit. Und dann haben wir hier sehr, sehr große Ablagemöglichkeiten. Gut, ich fasse das gerade an. Könnte vielleicht während der Fahrt klappern. Das muss man so mal ein bisschen beobachten und ausprobieren. Dann gibt es hier oben die Liegemöglichkeit. Mega gut gelöst. Es tut mir leid, es flackert gerade extrem. Hier sind die Lampen sehr, sehr doof. Das tut mir leid. Ich halte es mal von dieser Seite hier. Ihr habt linke Seite Ablagemöglichkeiten, ihr habt rechte Seite noch Ablagemöglichkeiten. Das sehen wir jetzt im Prinzip dort. Und auch hinten habt ihr nochmal, dort, da ist ein kleiner Punkt dort an der Seite, das ist nochmal USB. Da habt ihr sozusagen die Möglichkeit nochmal zu laden. Natürlich, die Flächen hinten sind nicht so riesig. Dann schauen wir uns nochmal hier doch das Bad an. Da ist die Leiter, um ins Bett zu kommen. Und ansonsten riesiger Spiegel. Dann haben wir die Toilette. Abläufe wieder hinten und vorne, dass das so ein bisschen, falls man mal schräg steht, auch funktioniert. Hier haben wir auch wieder ein schräges Fächlein, was ihr da im Prinzip gut beladen könnt. Müsst halt wieder aufpassen, dass es nicht zu tief beladet.
und zur linken Seite auch eine Menge Ablagemöglichkeiten, um nochmal vielleicht Klopapier oder sonst sowas loszuwerden. Die Duschbrause bzw. die Waschbeckenbrause ist gleichzeitig eine Duschbrause, die wird hier oben eingehängt und dann kann man daraus auch duschen. Fenster ist zu der Seite, Ablagemöglichkeiten habt ihr da auch nochmal und dieses hier ist einfach noch ein zusätzlicher Stau, eine zusätzliche Staumöglichkeit, wo man nochmal was ablegen kann oder hier in dieses Fach etwas hineinlegen kann und dann dieses Fach auch wieder schließen kann. Jo, jetzt habe ich noch gesehen, es gibt hier unterm Bett eine Tür. Die ist interessant, die wollen wir uns angucken. Die Tür geht in den Laderaum und das ist das Besondere an diesem Fahrzeug. Nicht nur, dass ihr hier noch ein Bett reinbauen könnt, das schauen wir uns gleich mal von hinten an, wie das aussieht, sondern ihr könnt natürlich auch hier direkt zu eurem Bike, zu eurem Motorrad oder Fahrrädern, was auch immer ihr damit transportieren wollt, vielleicht nehmt ihr ein Quad mit oder wie, was auch immer, das kann natürlich dann hier dementsprechend verstaut werden und das ist das Besondere einfach an dem Fahrzeug. Gucken wir mal nach hinten. Hier hinten steht jetzt das Motorrad, was ihr halt dann im Prinzip einladen könnt. Dieses Bett ist optional. Also das heißt, ihr könnt es haben, ihr müsst es dazu bestellen, wenn ihr es denn haben wollt. Das ist halt dann die Frage. Ansonsten gibt es rechts noch ein paar Ablagemöglichkeiten. Ihr habt dort hinten rechts die Möglichkeit, noch eine Gasflasche hinzupacken. Dann habt ihr dort nochmal eine Ablagemöglichkeit. Und ansonsten gibt es ja im Prinzip hier nicht mehr viel Ablagemöglichkeiten. Aber ihr könnt halt alles schön in diese Schwerlastschienen verzurren, so dass ihr dann dementsprechend auch das Rad oder das Bike oder was auch immer ihr mittransportiert natürlich vernünftig und ordnungsgemäß sichern könnt. So, dann schauen wir uns nochmal die linke Seite gleich an und die rechte Seite. Also hier habt ihr die Möglichkeit, Wasser zu tanken und einmal noch ums Fahrzeug rum. Auf der anderen Seite, leider steht da das andere Fahrzeug, müssen wir halt mal gucken, sind diese Serviceöffnungen auf der Seite. Einmal der Auslass der Heizung und sonst habt ihr dort hinten noch die Klappe, weiß nicht, ob man sie sehen kann, für die Toilette, die ist auf der Fahrerseite. So, das mal was ganz anderes, wie gesagt, für die Motorradbiker, die ihr Bike gerne dabei haben wollen. Ich habe auch schon gesagt, ein Quad würde ja auch reinpassen, das wäre ja auch möglich. Ja, das ist ja erfinderisch. Weißt du, was ich ganz verstanden habe? Ein Ford würde da auch reinpassen. Was? Ein Ford? Ja, wenn es ein Quad vom Ford gibt, dann weiß ich es nicht, aber dann ja. Ja, auf jeden Fall schöne Sache. Oder wenn der Mann mal wieder Scheiße baut, ab und dann Keller, dann kann man da bleiben. Genau. So wie er jetzt hier steht, knappe 77.000 Euro. Klar, das ist eine Hausnummer. Allerdings habt ihr auch ein Spezialfahrzeug, das darf man nicht vergessen, was sich natürlich nicht so oft verkauft auf dem Markt wie ein anderes. Genau, das ist halt kein Serienprodukt, obwohl das schon in Serie gefertigt wird. Na klar. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit einer wunderbaren Fahrzeugvorstellung, ne? Weil schau mal rein, die Fahrzeugvorstellung. Genau, schaut euch das Fahrzeug selbst an, beim Händler oder hier auf der CMT noch, wie auch immer. Nein, auf der CMT, CMT werdet ihr nicht schaffen, sondern auf irgendeiner Messe, die stattfinden wird, weil richtig. Das Video kommt erst, wenn die CMT schon vorbei ist. Stimmt. Oder ihr kommt 25 zur CMT, ist ja auch schon mal. Ein Termin, den man sich vormerken kann. Und da steht das Fahrzeug bestimmt auch wieder. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.